Oh shit, ey. So, ich kann jetzt einfach mal. Wir haben Nacht, ja, und mir ist 92 Grad Fahrenheit warm. Ah, oh, scheiße, der kann rennen. Hier ist was. Fuck. Fuck. Missgeburten. Ich werde gerade von zwei Zombies angegriffen, Alter. Die können beide rennen. Hast du nicht vorhin so schlau zu mir gesagt, renn weg? Ja, aber die können rennen. Aua! Ach so, ja, wir haben ja Ende. Wir haben ja Nacht. Oh lol! Alter! Ich hoffe echt, du schaffst Alter! Alter! Was machst du da, du Missgeburt? Hör auf damit! Jetzt verreck endlich! Komm. Was? Ich hau mir ein Verbandszeug rein und da kommt einfach ein Geräusch wie von Defibrillator. Läuft. Spinnzombie. Hässliche Missgeburten. Ich sag's dir. Bin jetzt nur noch bei 97% Leben. Also ich kann nur noch 97 haben. Ich habe hier ein Gebiet gefunden, das ist umzäunt. Das ist ein Friedhof, oder? Oh, da würde ich nicht hingehen. Oh Gott, nein! Jetzt hänge ich hier fest, Alter. Oh, ich habe einen Zombie abgehängt, Gott sei Dank. Alter. Puh. Ich sollte aber aufpassen, dass ich beim Rennen nicht meine komplette Ausdauer leer mache. Dass, falls es zum Kampf kommt, ich mich wehren kann. Das wäre ganz gut. Ich will auch nicht unbedingt jetzt die Munition schon verschießen. Zumal das Geräusche macht und ich denke mal, wenn das mit in diesem Spiel eingebaut ist, dass das dann noch mehr anlockt. Und dann bin ich richtig Dieb in der S. Ja, das könnte ich mir vorstellen. So, wie weit? 2,2 Kilometer, Alter. Also der Typ hat ein Haus, läuft erstmal die ganze Zeit durch die Gegend, ja? Findet dann ein Haus und ich muss hier jetzt durch die Nacht rennen. Läuft. Ohne Scheiß, keiner von uns konnte wissen, dass es so weit weg ist. Die werde ich nicht los. Die werde ich nicht los. Oder? Wenn ich vorwärts renne? Komm, bitte. Ich werde gleich eventuell schießen. Weil ich habe keine Lust zu sterben. Dann schieße ich lieber. Ja, kann ich verstehen. Ich muss noch ungefähr 2 Kilometer, ey. Das ist der Wahnsinn. Okay, ich bin, hab sie abgehängt. Oh, Alter! Also wenn du Ausdauer voll hast ungefähr, dann kannst du auch vor diesen Rennern wegrennen. Das ist gut zu wissen. Hier da oben der Müll, dort ist nichts drin. Oh, ich riech das Abendbrot, Alter. Ja. Oh, geil. Ja. Berner. Oh. Mit Brot und Knoblauchdip. Oh. Nice. Oh ja. Das sage ich dir. Mir wird irgendwie so ein komisches Zeichen da angezeigt. Über meine Temperatur. Ich glaube irgendwie, ich bin infiziert oder so. Läuft. Vielleicht hast du Fieber oder sowas.
Infektion, 2 Stunden, 25 Minuten und 33 Sekunden. Und das Ding ist, du bist infiziert, benutze Antibiotika, Honig oder natürliche Antibiotika, um zu heilen. Wirst du schwächer werden und schließlich sterben. Ist für mich ein Argument, die Schmerzmittel, die ich habe, zu benutzen. Ich möchte nämlich nicht sterben. Könnte man schon sagen, ne? Ich höre hier irgendwas rennen. Da renne ich doch glatt mit. Aber irgendwie scheint das, glaube ich, nicht zu funktionieren. Weil ich habe die gerade benutzt, das Zeichen ist immer noch da. Mir wurde gerade angezeigt in meinem geisteswissenschaftlichen Bereich, dass ich dass die Schmerzmittel irgendwie 55 Sekunden wirken. Ich weiß nicht, ob die dann erst wirken, wenn die Zeit abgelaufen ist, ob ich dann erst gesund bin. Weil würde auf jeden Fall Sinn machen, weil das wirkt ja nicht direkt. Oder ob das nicht funktioniert hat. Ich hoffe natürlich, dass es Gute Frage. funktioniert hat, weil sonst bin ich am Arsch. Aber ich meine, das läuft Echtzeit, also nicht 2 Stunden in-game, sondern 2 Stunden real life. Bis dahin habe ich dich gefunden und ich denke mal, bis dahin habe ich auch einen Schlafsack. Ja, die Schmerzmittel haben gerade aufgehört zu funktionieren und ich bin noch krank. Komisch. Da muss Oh, das irgendwie einen anderen Sinn haben. nee, ich war scheiße. Ich habe einfach nur angeguckt, da werden die mich angezeigt, was du benutzen kannst. Und das eine sieht einfach aus wie Schmerzmittel, dass du halt also 2 Pillen hast. Gemeint von aber natürliche Antibiotika. Also Schmerzmittel erstmal voll verhunzt, läuft. Scheiße, da hätte ich eventuell drauf achten sollen, aber passiert. Wir haben das Spiel ja noch nicht. Alter, was ist das denn? Noch nicht so viel gespielt. Alter, hier geht es weiter runter. Das ist der Abgrund, ey. Ohne Spaß. Wie? Okay, da kann ich schaffen. Oh, wenn ich jetzt an diesen Abgrund verrecke, ne? Dann hasse ich diesen Abgrund abgrundtief. Wie weit zu dir? 1,1 Sorry, dass ich gerade Kilometer. so eskaliert bin, der Witz war so gut. Ja, wenigstens hast du denn mal Geräusche von dir gegeben in meinen Videos. 1 Kilometer ungefähr, dann bin ich da. Nice. Kannst den Wecker nachstellen. Also auf 1 Kilometer stellen, dann ringelt er. Dann ringelt er. Oh, ich habe was gehört. Lauf, du geile Sau. Lauf, du geile Sau. Alter, da links ist voll die Ruine. Da. Voll krank. Sieht aus wie so ein Fabrikgebäude oder so. Ich bin jetzt im verbrannten Gebiet drin. Läuft. Lauf, mein Sohn. Lauf. Alter. Wir nehmen auch schon 40 Minuten auf. Läuft. Oh, Licht. Moment, verfolgt mich nichts. Okay, da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Hier sind viele Zombies. Da ist ein Bär. Alter, fick mich doch in den Arsch. Da ist ein Bär. Die Bären wollen mich haben, ey. Ich finde die Bären sogar fast schlimmer als Zombies. Ich versuch mich mal zu schleichen. Oh Gott, vor mir ist ein Bär und ein Hund. Alter, jetzt mal ohne Spaß. Das könnte eng werden. Da, da ein Zombie, da ein Zombie. Überall Zombies, überall Bären, überall Hunde. Leck mich am Arsch. Bis jetzt wurde ich aber nicht entdeckt. Ich crouch hier gerade durch Du die mal kurz Gegend. weg. Ich komme gleich wieder. Okay. Ich lasse mich hier einfach alleine, ey. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. So geht das aber nicht. Da rennt ein Zombie.
Rennt gerade links. Ne, jetzt rennt er nach rechts. Der rennt da im Kreis. Er weiß nicht, wo er hin will. Muss er nochmal drüber nachdenken. So. Was war das denn? Denke aber, dass wir hier jetzt längs kommen. Ohne dass uns etwas geschieht. Dann rennen wir mal. Lauf, lauf, lauf. Lauf, mein Sohn. So, hoch hier, jawohl. Achso, das ist nur ein Hirsch. Oh! Da ist ein brennender So, bin wieder Zombie. da. Hallöchen. Habe ich was verpasst? Nö, ich bin dran vorbeigekommen. Gute Nachricht. Müsste dich auch gleich sehen. Ich bin eigentlich schon relativ nah dran. Hier sind Ruinen noch weitere. Oh, mir rennt was hinterher. Der sieht auch verdammt schnell aus. Der ist verdammt schnell! Ich habe ihn erschossen. Lauf, Forrest, lauf. Ich kann nicht rennen. Zu wenig Ausdauer. Einer tot. Komm jetzt, verreck! Ich bin gelähmt, Alter. Oh. So, ich trinke mal einen Schluck. Darauf erstmal einen Süffeln. Ich habe Gott sei Dank noch genügend Nahrung, dass ich mich langsam regeneriere. Ich glaube, ich habe dein Haus gefunden. Da ist ein Zombie vor der Tür. Ist es das? Da Was? sind mehrere Zombies vor der Tür. Ich weiß nicht, ob es das. Nee, ist es nicht. Oh, komm, Alter, jetzt muss ich um die auch nochmal einen Umweg machen. Hättest du hier nicht zumindest mal ein bisschen aufräumen können? Jetzt mal ohne Spaß. Ich bin überall vorbeigeschlichen. Ja, danke auch. Alles Ich muss man dachte mir, alleine wieso machen, Ausdauer ey. und so verschwenden, wenn ich es auch sneaky machen kann? Um deinen Kollegen den Weg nach Hause ein bisschen zu erleichtern, eventuell? Denke Du ich bist doch mal. sonst immer der, der sowieso alles umbringt, ob es jetzt schon tot ist oder nicht. Ja, das stimmt, aber zumindest ein bisschen Hilfe wäre ja mal angemessen, oder? Ich kann dir gerne entgegenkommen. Kannst du bitte deinen frechen Mund halten, Alter? Du willst mir entgegenkommen? Dir kommt gleich meine Kugel entgegen, Alter, ich schwör's dir. Dann nicht, immer diese undankbaren kleinen Kinder. Ohne Spaß, ich töte den Typen gleich. Was braucht man für einen Schlafsack? Ich hätte zumindest 20 gerne einen Schlafsack. Pflanzenfaser. Habe ich safe. Das Ding ist, ich habe kein Inventar mehr frei. Alter, das dauert ja voll lange, bis er das hergestellt hat. So. Zombies im Haus! Was geht ab? Alter, siehst du scheiße aus. Guck mal mich an, ey. Ich bin der King. Ja, ich sehe scheiße aus, genau. Herzlich willkommen. Moment. Da, boom, Junge. Ich kann dir ein bisschen was geben an Zeug, wenn du willst. Solange das nicht auch so ein Bart ist, wie du hast, gerne. Der. Alter, Bier. Ich hab Bier. Ich hab Bier, Ja, Alter. Bier. Erhalte Ausdauer, Wagemut und ein großes Ego. All das in nur einer Flasche dieses leckeren, selbstgebrauten Biers. Biers, das gleiche Bier, das Opa früher immer braute. Plus 20 Ausdauer kriegt man und Hydrierung minus 1. Okay. Brauche ich jetzt aber nicht. Alter.
Moment, ich guck mal, ob ich dir noch was geben kann. Hier ein Helm. Oder die Baseballmütze, kannst du selbst entscheiden. Das hätte Pflanzenfaserschuhe dann das brauche ich nicht. Werbevogel. Jetzt siehst du auch ziemlich special aus, ey. Finde ich schon geil. Halt mal. So. Ja, gut. Die Axt hat mir voll gute Sachen ermöglicht. Weil ich glaube, ohne die wäre ich nicht so leicht in das Häuschen reingekommen. Und hätte auch den Ja, ein das oder glaube ich dir. anderen Zombie nicht so schnell weggemacht. Die war schon ganz gut. Zack, Schlafsack steht auch. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Muss es hier ein bisschen ausbessern, oder was? Ich habe alles repariert, ja. Alles klar, okay. Dann war der Typ ja doch nicht so unnütz, wie ich dachte. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier mal, weil ich muss gleich fräsen. Die Herzinfarktgazelle, Alter. Kannst du dich noch dran erinnern? Das war schon geil, ey. Tada, tada. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und nicht vergessen, ihr könnt natürlich mitspielen. Würde mich auch sehr freuen, wenn das denn der ein oder andere tut. Bringt das was, wenn ich meinen Schutzblock hier jetzt nochmal zum Schutz hinsetze? Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Wir haben noch eine zweite Tür. Zweite Tür, okay. Setz den hier in die Ecke. Ich kann ihn auch an die Decke setzen. Das ist mir egal, setz ihn einfach hin. Pardon, Junge. Warum kommt auf einmal Trommeln, ey? Grundeigentümer habe ich gerade als Trophäe gekriegt. Du hast was im Kühlschrank drin. Ja, Verrottetes das soll Fleisch nicht und Ei. vergammeln, deswegen ist es im Kühlschrank. Bringt das was? Keine Ahnung, einfach mal versuchen. Das Fleisch ist auf jeden Fall verrottet. Nice. Komm mal her. Das geht ja so nicht, was du da so machst. Hier ist eine Hose. So. Oh, das ist aber nett. Und die schmeiße ich jetzt weg, Kann die die Scheiße Kapuze, die nicht. brauche ich nicht. Ja, ich kann es aufheben. Nein, nicht, nimm doch nicht die Pflanzenscheiße mit. Okay. Gut, wir verabschieden uns jetzt. Tschüss.